Hallo, Namaste, Konnichiwa und Hi. Ja, also ich habe jetzt endlich meine 50 Subs bekommen. Juhu, ich bin auch total froh darüber. Und ich möchte mich jetzt erstmal bei allen bedanken, die mich abonniert haben. Und natürlich danke ich auch dem Anime Panic Studio Mitgliedern, dass sie halt auch viele Dubs mit mir zusammen gemacht haben. Und ich habe jetzt auch mal für euch ein 50er Sub-Special gemacht und dabei hat mir auch Skyblue Girlie geholfen, weil ich halt noch eine zweite Stimme dafür brauchte. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und abonniert mich fleißig weiter. Ich werde dann auch zurück abonnieren und schreibt mir auch viele Kommis, und denn ich freue mich immer darüber, wenn ihr mir irgendwas unter meine Videos schreibt oder in meinen Kanal oder sonstiges. Ich freue mich einfach über Nachrichten von euch. Und jetzt schaut euch mal mein 50er Sub Special Dub an. Ich wünsche euch dann noch viel Spaß dabei. Und bis dann, man sieht sich beim Dubben. Ciao! Nicht schlecht, Cowboy. Dieser Kerl ist nicht zu fassen. Ich setze mein ganzes Arsenal ein und er ist immer noch... Was ist das? Tja, ich weiß auch nicht, aber ich finde sie irgendwie schick. Ich habe noch 24 Stunden Zeit, um den Clown zu eliminieren. Sonst droht die ganze Aktion, die ich seit 18 Jahren plane, auseinanderzubrechen. Und du kaufst seine Produkte! Au. Auch ein Schluck. Tja, das Spiel ist auch Sadis. Wunderknabe springt auf nichts an. Oh, ja. Yeah. Ich frage mich gerade, ob er nicht vielleicht auf etwas anderes anspringt. Meg, mein Täubchen. Auf gar keinen Fall. Ohne mich. Sieh mal, er muss doch eine Schwäche haben. Ich meine, die Eda hat so eine Art von Schwäche. Bei Pandora war es zum Beispiel diese Büchsengeschichte. Und hey, die Trojaner haben aufs falsche Pferd gesetzt. Okay. Wir müssen nur noch Herkis Schwäche rausfinden. Wir sind Twit Hades. Frag deine Gnome. Die haben ihn noch nicht kurz gepackt, als er ein Baby war. Ich brauche jemanden, der ihn als Mann packt. Hey, mit Männern hab ich nichts mehr am Hut. Na sicher, das ist ja auch besser so, weil du auch ihretwegen in diesem Schlamassel steckst, nicht wahr? Du hast mir deine Seele verkauft, um das Leben deines Freundes zu retten. Und was macht das Schwein? Er bedankt sich bei dir, indem er sich mit einer Tussi davon macht. Er hat dir wirklich wehgetan, nicht wahr? Genug. Ich habe meine Lektion gelernt, okay? Und genau deswegen habe ich das Gefühl, dass du bei meinem Angebot anbeißen wirst. Du wirst mir dabei helfen, die Wundertüte zu entsorgen, und ich gebe dir das, was du dir am meisten wünschst. Und das im ganzen Kosmos. Deine Freiheit.